Eine Verfassung ist etwas, was sich ein Volk in freier Entscheidung selber gibt. Als Grundlage seiner Existenz. Die Besonderheit am Grundgesetz ist, dadurch unterscheidet es sich von allen Verfassungen der Welt, dass es nicht aufs Volkswohl basiert ist. Alle Verfassungen sind aufs Volkswohl basiert. Problem ist mit der Basierung einer Verfassung aufs Volkswohl, dass was das Volkswohl ist, bestimmt immer die herrschende Klasse. Die sagen, was das Volkswohl ist. Artikel 1 bis Artikel 19 sind die Menschenrechte. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2, Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hammer. Das heißt, nicht die Gedanken sind frei, sondern du darfst dich frei entfalten. Du darfst auch tun, was du für richtig hältst. Nicht nur denken. Weil alles, was da drin steht, zwischen Artikel 1 und 9, das sind die sogenannten Menschenrechte. Oder die Grundrechte. Und die sind so verfasst, dass man sich aufgrund dieser Grundrechte gegen staatliche Bevormundung erwehren kann. So ist das Grundgesetz aufgebaut. Und da ist vom Staat bis dahin noch gar nichts erzählt. Und dann gibt es den bedeutenden Artikel 20. Und da steht zum ersten Mal drin, was die Bundesrepublik ist. Vorher stehen nur die Menschenrechte drin. Und im Artikel 20 steht als erstes drin, das erste Mal wird überhaupt die Bundesrepublik erwähnt. Und da steht drin, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Satz 1. Satz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von den Eliten.